Evelyn Marthe Stefani, Sie sind die Bildungsdirektorin für Vorarlberg. Erst gab es ja Lieferschwierigkeiten, jetzt stehen wir vor der Volksschule Lauterach-Unterfeld, wo jetzt die ersten Testkits übergeben werden. Genau, wir sind sehr froh mit unserem Logistikunternehmen vor Ort, mit Gebrüder Weiß, hier ein Logistikunternehmen gefunden zu haben, das einfach Service und Verlässlichkeit ermöglicht und nun die Schulen in Vorarlberg mit den Testkits wöchentlich beliefert. Die Testkits sind gedacht für Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer und wir sehen darin einfach nochmal die Möglichkeit, Sicherheit an den Schulen zu erhöhen. Wie läuft denn das ab mit den Testkits? Wann werden die geliefert und wie verlaufen die Testungen? Die werden wöchentlich an die Schulen geliefert. Für die Volks- und Sonderschulen werden die Tests daheim mit den Eltern und den Kindern gemacht. In den höheren Schulen machen das die Schülerinnen und Schüler selber in der Schule vor Ort. Und wie läuft das dann ab, wenn ein Schüler ein positives Ergebnis haben sollte? Dann geht er nach Hause und wird die 1450 angerufen. Es wird ein PCR-Test dann gemacht, um schauen, ob das Ergebnis wirklich positiv ist. Und wie waren denn bisher die Erfahrungen, beziehungsweise wie kommen die Tests an? Die bisherigen Erfahrungen waren sehr gut. Wir haben nur positive Rückmeldungen, weil der Test relativ einfach zu handeln ist. Es ist eine gute Videoanleitung auch, ein Handbuch mitgegeben worden und es ist sehr, sehr einfach, diesen Test durchzuführen. Was haben Sie vielleicht für eine Botschaft an Eltern, die jetzt sich nicht ganz sicher sind, wie das abläuft, ob ihr Kind das schon kann? Wir können nur bitten, davon Gebrauch zu machen. Es gibt überall Hotlines, wenn man sich unsicher ist. Man kann gerne bei der Bildungsdirektion, bei der Hotline anrufen. Es wird gerne erklärt. Keine Angst, es ist wirklich ganz, ganz leicht zu handeln und einfach ein Stück mehr Sicherheit. David Hucker, Sie sind bei Gebrüder Weiß zuständig für die Logistik, auch jetzt hier im Falle der Testkits für Schulen. Gibt es denn da nach wie vor Lieferschwierigkeiten oder klappt das mittlerweile? Wir in Vorarlberg haben keine Lieferschwierigkeiten, aber bei der Beschaffung aus China hat das Bundesministerium sehr wohl Beschaffungsprobleme. Das liegt aber nicht daran, dass es schlecht organisiert wäre, sondern dass einfach momentan keine freien Frachtkapazitäten verfügbar sind. Und wie läuft das jetzt ab mit der Beschaffung und mit den Lieferungen? Wie wird es an die Schulen verteilt? Ja, also wir organisieren die Beschaffung ab Wien, also da plant man jede Woche einen LKW ein, der die Ware zu uns nach Vorarlberg bringt. Wir kommissionieren in Vorarlberg nach einer vorgegebenen Liste von der Bildungsdirektion, wie viele Volksschüler, wie viel Lehrpersonal, wie viele Oberschüler sind und verteilen das dann in die jeweiligen Schulen. Das sind 288 Schulen in Vorarlberg mit gesamt plus minus 62.000 Schülern und Lehrpersonen. Wie viele Tests sind es denn diese Woche schon gewesen? Diese Woche haben wir zwischen 38.000 und 40.000 in der Verteilung. Und klappt da bisher alles? Was sagen denn die Schulen, die Lehrer, die Direktoren? Da fragen Sie mich ein bisschen zu früh. Wir starten heute mit der Zustellung. Also wir haben gestern angefangen zu kommissionieren und heute startet die Zustellung. Kommissionierung hat einwandfrei funktioniert und Sie sind jetzt live dabei bei der ersten Zustellung in Lauterach und die Direktorin von der Schule kann euch da sicher noch genaueres sagen. Elisabeth Makani, Sie sind die Schuldirektorin der Volksschule Lauterach-Unterfeld. Sie haben heute die ersten Tests bekommen. Ja, wir finden es eine gute Idee und für unsere Schulen, dass die Kinder ein niederschwelliges Angebot bekommen, die Tests zu Hause durchzuführen. Und es gibt doch eine gewisse Sicherheit, dass wenn möglichst viele, natürlich die Eltern zu Hause, sie durchführen, diese Tests, dass es ja, in der Schule einfach gut möglich ist, bald einmal einen möglichst normalen Schulbetrieb zu machen, als Teil davon. Das heißt, Sie geben die Tests jetzt den Lehrern, die verteilen sie an die Schüler und die können es dann zu Hause mit den Eltern machen? Genau, im Volksschulbereich und im Sonderschulbereich werden die Tests mit nach Hause gegeben und es ist dann Entscheidung der Eltern, ob sie die Tests mit den Kindern machen, einmal in der Woche oder nicht. Und wie viele Schüler machen jetzt bei Ihnen mit den Tests mit? Weil derzeit ist ja so, dass nicht alle Schüler in den Klassen sind. Den Test bekommen alle Kinder mit nach Hause. Wir bekommen Rückmeldungen, wobei die Tests freiwillig sind und wir da auch darauf achten, dass es die freie Entscheidung der Eltern ist. Teilweise bekommen Rückmeldungen, es wird aus meiner Sicht gut angenommen, dass die Kinder auch am Wochenende getestet werden, ja. Werden Sie da auch in Zukunft darauf achten, dass die Schüler sich wirklich regelmäßig testen lassen? Das soll ja wöchentlich stattfinden.
das, was wir dazu tun, als Schule leisten können, machen wir. Wir machen die Schüler darauf aufmerksam, sagen, das wäre eine gute Idee, eine gute Sache, um möglichst sicher in die Schule zu kommen.